So, dann würde ich sagen, weiter geht's bei Bioshock. Zweiter Big Daddy. Und ich mache erstmal... Ne, die brauche ich gar nicht. Ich würde sagen, kann der Fight beginnen. Wo habe ich denn hier so Platz? Okay, sehr schön. Würdest du vielleicht mal hierher kommen? Und wir greifen an. Let's go. Oh, jetzt geht er ab. Jetzt greift er an, oder? Hallo? Junge! Der hat aber weniger Verteidigungsfälle auf. Boah! Was hat der gemacht? Okay, der wirft uns krass ab hier. Mit seiner... Ich glaube... Pistole! Junge! Du lebst auch nicht mehr... Was zum... So! Das ist der Big Daddy besiegt. Und ich merke, mein Ingame-Sound ist ziemlich leise. So, komm her, Kleine. Doch, 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 sag bloß nicht nein. Ja, wir retten die Kleine und erhalten Adam. Schön. Danke, Mister. Danke. Dann geh, Kleine. Geh. So. Was liegt hier? Panzerbrecher, Pistolenkugeln, Verbandskästen und ein Tagebuch. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Ich war sehr verwundert, denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich einen Lastkahn entladen hat, wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Seeschnecke noch hätte. Glücklicherweise hatte er sie noch. Das ist schön. So, wie geht das denn jetzt hier mal weiter im Konzept? Hier ist eine Medi-Station, die ich jetzt nur dazu ausnutze, Verbandskasten zu bekommen. Sehr schön. Und jetzt werde ich mich weiter begeben. Wo muss ich denn lang? Hier geht's runter. Ist das gut, hier runter zu gehen? War ich hier nicht schon? Ja. Okay, wir sind jetzt nochmal zurückgelaufen und ich bin jetzt... Schalentiere. Okay, wo bin ich? Ich laufe gerade... In Richtung... Wer singt hier? Fontaine Fisheries. Ja, gut, hier bin ich. Genbank. Und... Wow! What the? Junge! Krasse Scheiße! Sag mir das doch mal! Boah, heftig! Foto, Foto! Hallo, war das gut? Spider-Splicer, Action-Foto! Und jetzt... Stirb! Was bist denn du? Okay, das Spider-Splicer geht ab. Kann der mal runterkommen? Hä, wo bist denn du? Jetzt ist Ende im Gelände, Junge. Stirb. Heftig. Leute, habt ihr das gesehen? Wieso kann ich... Jetzt gib mir den Verbandskasten. Gut, Schrot nachladen. Und was hat er jetzt gerade gesagt? Gelfers Garden! Hier wollte ich schon immer hin. Endlich! Ich brauche einen neuen Slot. So, jetzt habe ich es geschafft. Huh, leerer Slot. Setz Objekt und Kreaturen im Brand, je öfter du es einsetzt, abfackeln. Haben wir noch Telekinese und Zorn. Abfackeln wäre ganz nett. So, und jetzt habe ich endlich mal... Kennen Sie Ihre Gegner? Ja, ist gut. Ich weiß, wie man den da weghaut. Winter Blast. Lass deinen Gegner an Ort und Stelle festfrieren. Zerschmettere sie in 1000 Stücke. Wen würde das nicht gefallen? Ist das so ein One-Hit? Oder zeige ich mal extra Notion. Zieldummy. Das ist ja geil. Tempo-Hacker. Oh, was gibt es hier alles? Ich wollte endlich mal einen Gelfers Garden finden und jetzt habe ich es gefunden. Erhöhen Sie Ihre maximale Gesundheit. Nee, ich glaube, ich brauche noch einen Slot. Obwohl, Telekinese ist jetzt nicht so wichtig, aber falls ich noch ein Plasmid finde, glaube ich... Hol ich mir lieber einen Slot, ja. Abfacke. Nein! Hör doch mal auf hier. So, jetzt habe ich kaum noch Geld. Davon kaufe ich mir
Jedes Mal, wenn sie etwas hacken, Hacker's Delight. Ich glaube, das wäre ganz gut. Aber wie kann ich jetzt meine Slots belegen? Wartet mal, Leute. Hier auf der Rückseite ist Genbank. Da müsste ich jedoch jetzt Plasmide. Ah, geht doch. Sicherheitssender. Auf 2 Telekinese. So. Zorn muss auf diesen Slot. Man kann insgesamt 6 Slots haben. Gut, ich habe Electrobolt. Abfackeln, Zorn. Warte mal, Telekinese brauche ich doch erstmal gar nicht. Kann ich doch Sicherheitssender dafür installieren. So. Ich habe einen leeren Slot. Tatsächlich? Wo habe ich denn einen leeren Slot? Ich habe doch... Moment. Ich habe Abfackeln, Electrobolt. Hä, Moment. Wo habe ich denn leeren Slot, wo ich Plasmide belegen könnte? Electrobolt. Abfackeln. Zorn. Zorn wurde für die ungewisse Umgebung von heute entwickelt und sorgt dafür, dass sein Opfer vergisst, auf wessen Seite steht und deshalb jeden in seiner Nähe angreift. Gut, kloppen wir Telekinese dann nochmal hin. Fertig. So. Da haben wir das Adam wirklich gut verwertet. Oder das konnte ich echt gut gebrauchen. Gentonikum. Ja, was wollen die von mir? Wo habe ich einen leeren Slot? Technik-Tonika, Körpertonika, Medical Expert. Was habe ich denn hier? Verbandskästen verleihen auch Eve. Eve Link. Dieb bringt eines Behälters. Okay, Dieb muss ich behalten. Was habe ich hier? Kampftonika. Habe ich die überhaupt schon? Slots werde ich mir auf jeden Fall weiter noch kaufen, wenn ich wieder Adam habe. Und hier will ich kurz gucken. Tempo-Hacker. Die Fließgeschwindigkeit beim Hacken. Slow. Körperpanzerung. Verleiht mir dann noch ein bisschen mehr Def oder extra Nutrition. Du hättest ein wenig zusätzliche Gesundheit von... Nee, das ist behindert. Ich will mir irgendwas anderes gucken. Erhöht den Rohrzangenschaden. Bringt mir natürlich was. Ich kaufe mir, glaube ich, das hier. Tempo-Hacker. Und das ist ein Tonikum. Oh. Ja, Haus auf den Slot darauf und fertig. Die 20 Adam behalte ich noch. Und dann würde ich sagen, geht's hier weiter bei Fontaine Fisheries. Wo muss ich denn jetzt hinlaufen? Hier runter. Oh Gott, mich graust es schon davor, was hier alles ist. Ich muss erstmal gleich gucken, habe ich oder brauche ich überhaupt mal Munition? Film habe ich 15 von 100. Pistolenkugeln habe ich. Panzerbrechende, Schrot, MG-Patronen. MG-Patronen wären gar nicht so schlecht, wenn ich mir da mal neue kaufen würde. Für 60 Dollar ist das, glaube ich. Gut, eine Eve-Spritze, Verbandskästen finde ich noch so. Ich kaufe mir einmal MG-Patronen. Ja, doch, das war ein guter Kauf. Weil ich die ja hauptsächlich benutze. Die M... oder mein... ja, mein Maschinengewehr, MG, wie auch immer ihr es nennen mögt. Ach so, ach, wir wollten hier ja noch rein bei Fontaine, stimmt. Deswegen haben wir hier auch den Granatenwerfer bekommen. So, lass mich rein. Hab das gemacht, was ich sollte. Hab doch die Spider-Splicer. Ich hab schon lange nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Den Tisch. So, was müssen wir denn jetzt machen hier? Was will er? Leute? Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Bleib bloß die Augen offen. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in die Rohrpost, dann lass ich dich rein. Was? Gib deine Waffen ab. Was? Was zum... Ich habe jetzt wirklich keinerlei Waffen mehr, außer... kann den Verbandskasten nicht... Ah, nicht aufheben. Was? Ich habe jetzt... Meine ganzen Waffen sind hier drin. Ich habe nur noch... Ja, klasse. Aber ich habe immer noch meinen Electrobolt. Also wer was will, soll mal kommen. So. Dann hätte ich mir ja eben den Rohrzangen-Damage doch holen können.
Was liegt hier noch? Nichts. Wow, das ist wirklich sehr viel. Was geht hier ab? Was geht hier ab, Mann? Ich hab ein bisschen Schiss. Wo kommt der ganze... Scheiß. Ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Brian hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Brian ist ein Penner und du... Sag mal, von wo? Wo sind die Automaten? Ich sehe kaum was. Leute, da oben. Und Schrott. Was soll das? Geht mal weg. Hab eine Pistole. Ah. Was soll das? Was geht hier ab, Mann? Leute. Krasser Krieg. Moment, da habe ich doch noch... Ah, Zorn habe ich gar nicht. Verdammt. Sicherheitssender. Nein. Was zum... Geht's noch? Leute! Leute! Krass, was geht! Sag mal, sind die eigentlich noch zu retten? Hallo? Leute? Was geht? Boah, Leute! Heftig! Okay, ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Aber es ist... Hallo! Junge! Hör doch endlich auf! So. Ich laufe jetzt erstmal eiskalt zurück, Leute. Genau, wo sind die ganzen Verbandskästen, die ich nicht konnte aufsammeln? Die ich nicht aufsammeln konnte, ja, genau so rum. Und jetzt abfackeln hier. Was ist das? Neues Tonicum Hackerfokus. Hackerfokus, ein weiteres beliebtes Gen-Tonicum der Hack Smart Produktpalette. Entschärft Fallen in Sicherheitssystem, garantieren weniger durchgeschmorte Schaltkreise oder Geld zurück. Das ist schön. Was bringt das denn hier? Was ist das? Security Expert, Tempo Hacker. Nee, das will ich erstmal in der Genbank lagern. Und gib mir Verbandskästen. Eine Eve-Spritze. Ich hab... Gut, hier habe ich eine Pistole. Ich muss erstmal zum Laden kommen. Krass. So, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Munition. Und... Oh, was wollt ihr, Mann? Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Neues Forschungslevel erreicht. Forschungsbonus für Sicherheitsbot, erhöhter Schaden. Sicherheitsbots sind allverändlich für panzerbrechende Munition und Elektrizität. Sag mal. So. Ist der Alarm jetzt wenigstens weg? Boah, krass, Leute. Jetzt ist hier hinten nur noch das eine Ding. Stirb doch auch mal endlich. Jetzt ist es weg. Boah, krass.
Und schon wieder Alarm. Sag mal, sind die noch ganz dicht? Leute. Boah, was wollen die von mir, ey?